Ja, mir wurde gerade die Frage gestellt in einem sehr interessanten Gespräch, woher weißt du, dass der Jesus, mit dem du unterwegs bist, der richtige Jesus ist? Vielleicht ist es ja was anderes, was so tut, als wäre es Jesus. Und da habe ich gesagt, oh, woher weiß ich das eigentlich? bin ich jetzt erstmal stillschweigend von ausgegangen, dass er das ist, wenn ich ihn meine, wenn ich ihn rufe und sage, Herr Jesus, sei mal mit mir hier. Und lass uns mal zusammenschauen. Ich lade dich mal ein, in diesen Moment zu kommen. Und die Idee, die Frage nach Licht, so was ist, woher weißt du, dass du dich mit dem Licht verbindest? Woher weißt du, dass das wirklich das Licht ist, das du meinst? Und das ist das Gleiche wie zu fragen, woher weißt du, dass das Wunder, das du erfährst, wirklich das Wunder ist? Woher weißt du? Und allein die Frage ist natürlich unmöglich zu beantworten. Weil sobald du definierst, was es ist, sobald du das Wunder definierst und sagst, das ist das Wunder oder diese Erfahrung, die ich gerade habe, ist das Licht, in dem Moment verschließe ich meinen Kanal schon wieder. Weil er sagt, okay, ich brauche dich einfach nur mit einer kleinen Bereitwilligkeit in der Öffnung für eine Öffnung des Geistes, damit ich dir was Neues zeigen kann. Damit ich dir diesen Moment neu zeigen kann. Und der Titel für diese Session ist, das Licht des Lichtes wirklich zu erfahren. Und nicht für eine Idee sozusagen, für eine Vorstellung von Licht, hier zu sein, sondern zu sehen, jeder Moment, in dem ich hinterfragt bin oder mich hinterfragt fühle, ist nur eine Gelegenheit, von meinen Überzeugungen, von Licht wirklich loszulassen. So, das, was ich glaube, was Licht ist, das, was ich glaube, was das Wunder ist, das, was ich glaube, was Jesus wirklich ist, ist nicht, was er gegenwärtig jetzt ist. Ich kann mit einer festen Überzeugung gehen, was Jesus ist oder wie Jesus sich anfühlt. Und wenn ich ihn wirklich meine, wird er mir immer zeigen, bis hierher konntest du kommen, das war deine bisherige Bereitwilligkeit für Kommunikation und jetzt lass uns darüber hinausgehen. Das heißt nicht, dass ich weg bin, sondern es heißt, dass du mir erlauben musst, jede Vorstellung und jede Überzeugung, die du hast, wirklich zu hinterfragen. Weil alles, wovon du überzeugt bist, der Offenbarung im Weg steht. Und ich möchte hier nochmal in was reingehen, wo ich heute Morgen unterwegs war. Und zwar ist das aus der Frage im Handbuch für Lehrer, gibt es Reinkarnation? Und darauf will ich gar nicht im Spezifischen ab, sondern auf eine Idee, die er darin präsentiert. Es kann nicht stark genug betont werden, dass dieser Kurs auf eine vollständige Umkehrung des Denkens abzielt. Wenn dies schließlich vollbracht ist, werden Fragen wie die Gültigkeit der Reinkarnation bedeutungslos. Bis dahin werden sie wahrscheinlich umstritten bleiben. Der Lehrer Gottes tut deshalb gut daran, von all diesen Fragen Abstand zu nehmen. Denn er hat unabhängig von ihnen viel zu lehren und viel zu lernen. Er sollte sowohl lernen als auch lehren, dass theoretische Fragen nur Zeit verschwenden, weil sie diese dem ihr bestimmten Zweck entziehen. Wenn es bei irgendeinem Konzept oder Glauben Aspekte gibt, die hilfreich sein können, wird er davon unterrichtet werden. Noch einmal, wenn es bei irgendeinem Konzept oder Glauben Aspekte gibt, die hilfreich sein können, wird er davon unterrichtet werden. Und ich war gerade eingeladen zum Abendessen bei überzeugten Christen.
Und das war ein sehr interessanter Kontakt, weil ich habe die Frau dieses Pärchens erst heute Morgen beim Bäcker kennengelernt mit ihren Kindern. Und wir so, hey, also ich hätte hier, warte mal, wo ist das Ding? Wo ist der Kurs? Also wisst ihr, wie dick der ist? So sah er ungefähr aus, so lag da so auf dem Tisch beim Bäcker. Und der andere Kurs, den ich habe, ist ja sehr abgegriffen. Und sie meinte, ist das die Bibel? Nicht so, nee, sowas Ähnliches. Kurs in Wundern. Aha, Kurs in Wundern. Und? Schon mal in die Bibel geguckt? Und ich so, ja, aber erst das hier hat es mir eröffnet. So. Weil so ein paar Sachen da drinne kann ich halt nicht akzeptieren. Zum Beispiel die von Sünde und so weiter. Und ich wusste nicht, mit wem ich es zu tun hatte, nämlich mit einer überzeugten Gläubigen an Sünde und dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und wir hier eigentlich nicht anders können, als sündig zu sein. Und ja, wir stellten dann im nächsten Schritt fest, dass unsere Kinder zur gleichen Schule in die gleiche Klasse gehen und Freunde sind. Und demzufolge war ich gerade bei denen zu Hause Abendessen. Und ihr Mann hat eine Passion über Bekehrung zu sprechen. Und demzufolge war ich heute das Objekt der Bekehrung beim Abendessen. Und dachte, interessant, so, wie gut passt jetzt die Philosophie meines Kursverständnisses zu diesem Gespräch? Weil offensichtlich ging es nicht darum, mich von was überzeugen zu lassen oder diese freundlichen Brüder überzeugen zu müssen von irgendwas anderem. Nach einer Stunde haben wir dann unsere Konzepte ausgetauscht und merken, wir kommen nicht zueinander im Konzept. Und was machen wir nun? Und dann war meine Bitte, ja, vielleicht können wir uns ja begegnen, ohne dass wir hier ohne dass wir unseren Glauben dazwischen stellen müssen. Und das war eine neue Idee. Was mir gezeigt wurde da drin oder was ich mich lehren wollte da drin, war ganz schlicht, egal was ich glaube, was für mich funktioniert, ich kann das nicht verteidigen. Und ich will es auch gar nicht verteidigen. Wenn ich in irgendeine innere Haltung der Verteidigung komme für die Lehre des Kurses oder für irgendein Verständnis, dann habe ich mich auf jeden Fall geirrt. Nicht, weil das Konzept nicht stimmt, sondern weil Ideen nicht verteidigt werden können. Wenn ich es ernst in mir meine, wenn ich meinem Bruder begegnen möchte. Und so kann ich wirklich mit der Idee gehen, wenn irgendein Konzept oder Glaube, wenn es in dem irgendwelche Aspekte gibt, die hilfreich sein können, wird er davon unterrichtet werden. Und das waren auch wirklich immer Momente, wo dann zwischen Kreuzigung und Sünde und Gott hat das Endliche erschaffen, auch Momente waren, wo ich sagte, ja, okay, aber ich kann mit der Idee gehen, dass wir ihn nicht verstehen hier, aber es uns zeigen lassen können, dass er uns anführt. Und auf einmal war dann wieder so ein Moment von, ach so, okay, wir glauben, wir sind gerade in der gemeinsamen Kommunikation. Weil ein Moment von Nichtabwehr da war, von überraschender Nichtabwehr. Und wenn ich wirklich lernen möchte, was der Kurs mich lehrt über Vergebung oder über wirkliche Verbindung und Wunderwirken, dann ist das die ideale Gelegenheit. Es ist die ideale Gelegenheit, hier mit dir zu sein. Du hast ein ganz anderes Verständnis vom Kurs, von der Welt, von dir selber, von deinem Leben, von deinen Problemen als ich. Und ich habe die Gelegenheit, mit dir zu sein. Du hast die Gelegenheit, mit mir zu sein, ohne dass es etwas gibt, was festgehalten werden muss. Trotzdem kann ich meine Ausrichtung verwenden. Trotzdem kannst du sagen, okay, ich wähle hier ein Wunder. Ich wähle hier, meinem Bruder wirklich zu begegnen. Und ohne weder den einen rauszuschmeißen noch mich, das wäre ja so ein bisschen so eine Idee von Bekehrung. Ah, okay, jetzt sehe ich, du hast doch recht.
Dann schmeiße ich meinen Selbst mal weg und gehe mit dir. Zeig du mir das mal, wie das geht mit dem Glauben. Sondern zu sehen, dass keine unserer Haltungen wirklich Wahrheit sein kann, sondern das Einzige, was wirklich übrig bleibt, ist, ich begegne dir und ich will dir begegnen, wie du wirklich bist. Wunder werden im Licht gesehen. Und es war eine interessante Frage, die er stellt, okay, was ist dein Axiom, an dem du festmachst, dass diese Welt nicht von Gott erschaffen ist? Und ich hatte leider mein Handy nicht griffbereit, sonst hätte ich gegoogelt, was Axiom bedeutet. Ich wusste nämlich nicht, was ein Axiom ist. Es war nämlich was anderes als Glaube. Und da habe ich gesagt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher ich das weiß. Aber was ich weiß, ist, wenn ich wähle, mit dir in Verbindung zu sein, dass was passiert, weil ich davon ausgehe, dass du genauso göttlich bist wie ich. Und ein Wunder stellt die Verbindung zwischen uns in meinem Gewahrsein wieder her. Und ich kann sehen, dass hier was ganz anderes passiert, was ich nicht zu verteidigen brauche. Und was wir hier verlernen, wenn es wirklich Licht sein soll, wenn es mir um das Licht geht, wie es von ihm gedacht ist. Nicht irgendeine Energie, nicht ein Wohlfühlgefühl, wie ich es schon kenne, nicht irgendein Raum, der aufgeht, der mir schon bekannt ist, sondern wirklich ein Licht. Dann kann ich sagen, danke für die Gelegenheit, an all meinen Ideen von Licht vorbeizugehen. Es muss sich in dir genauso kommunizieren wie in mir. Es muss sich in deinem Geist genauso kommunizieren als ein Nachhausekommen wie in mir, weil wir nicht getrennt sind. Und natürlich sind viele Ideen davon da, und das ist wahrscheinlich eher so aus der biblischen Ecke, dass es viele Energien gibt, die dagegen arbeiten, Gegenspieler zu Gott, Gegenspieler zu Jesus, Gegenspieler zu dem Heiligen Geist und dass man da auf der Hut sein muss. Und ich konnte damit so total mitgehen, mit der Idee von Besonderheit, denn der menschliche Geist, mit meinem menschlichen Geist versuche ich mich ja sofort nach einer wirklichen Öffnung wieder zu etablieren und sagen, und jetzt bin ich das. Jetzt bin ich der, der diese Erfahrung hat. Jetzt bin ich der, der doch ein Stückchen besser ist als mein Bruder. Oder jetzt bin ich der, der schon richtig dicht an meinem ganz lichtvollen Bruder dran ist. Jetzt nur noch ein Seminar mehr und dann bin ich genauso lichtvoll wie der. Oder noch eine Runde weiter mit dem Übungsbuch und dann kann ich auch so leuchten wie der andere. Und das sind Etablierungen, das sind Bilder. Das ist sozusagen ein Gegenspieler für die Erlösung in diesem Augenblick. So, wann wird Erlösung, wann wird Licht jetzt wirklich Licht in meinem Gewahrsein? Wann ist Erlösung jetzt wirklich so, wie sie gemeint ist? Und nicht einfach nur ein Wohlfühlgefühl. Oder bezogen auf Aleph, also jetzt in diesem Rahmen jetzt zum Beispiel, zu sehen, okay, ich bin jetzt wieder da, wo dann alle sind, die das auch wollen. Jetzt fühle ich mich wieder ein bisschen besser, weil ich unter Gleichgesinnten bin, ist auch ein Bild. Es ist nicht Erlösung. Aber lass uns doch mal schauen, wie wir hier geführt werden. Dass es tatsächlich eine Übersetzung ins Licht, wie es göttlich ist, stattfindet. Und wir wirklich sagen können, ich habe richtig Grund, mit dir zu feiern. Ich habe wirklich einen Grund, die Frage sein zu lassen, den Zweifel zur Seite zu legen, ob ich jetzt richtig bin oder irgendeiner alten Energie aufgesessen bin. Und Jesus oder was er hier uns herunterzieht in eine Idee von Dichte, in eine Idee von Schlaf, wirklich in Erfahrung zu bringen. Wunder werden im Licht gesehen. Wunder werden im Licht gesehen. Lektion 91, hat die schon mal jemand gelesen? Lektion 91, Wunder werden im Licht gesehen. Prima, lass uns das mal zusammen anhören. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern,
dass Wunder und Schau notwendig zusammengehören. Wunder und Schau gehören notwendig zusammen. Okay, ein Wunder zu erfahren bedeutet, Schau zu erfahren. Das bedarf der Wiederholung und zwar immer wieder. Es ist ein zentraler Gedanke in deinem neuen Denksystem und in der Wahrnehmung, die es erzeugt. Das Wunder ist immer da. Seine Anwesenheit wird nicht durch deine Schau bewirkt. Seine Abwesenheit folgt nicht daraus, dass du es nicht siehst. Also unabhängig, wie ich sehe oder ob ich mit Wundern sehe oder schaue oder nicht, ist das Wunder dennoch immer da. Nur dein Gewahrsein der Wunder wird davon berührt. Du wirst sie im Licht sehen, du wirst sie nicht in der Dunkelheit sehen. Für dich ist Licht also entscheidend. Für dich ist Licht also entscheidend. Woher weißt du, dass du im Licht siehst? Woher weißt du, dass du im Licht siehst? Ja, woher weißt du, dass das wirklich ein Wunder ist? Woher weißt du, dass du wirklich wundergesinnt bist und nicht einfach dir einfach ein gutes Selbstbild zusammengebaut hast? Das ist eine interessante Frage. Ich finde das wirklich gut. Woher weiß ich das? Für dich ist Licht also entscheidend. Solange du im Dunkel bleibst, bleibt das Wunder unsichtbar und deshalb bist du überzeugt, dass es nicht da ist. Das folgt aus den Voraussetzungen, aus denen die Dunkelheit kommt. Das Licht zu verleugnen führt dazu, dass du es nicht wahrnehmen kannst. Das Licht nicht wahrzunehmen heißt, Dunkelheit wahrzunehmen. Dann ist das Licht nutzlos für dich, auch wenn es da ist. Du kannst es nicht benutzen, weil du seine Anwesenheit nicht erkennst. Und die scheinbare Wirklichkeit der Dunkelheit macht die Idee des Lichts bedeutungslos. Okay. So, wann ist es wirklich Ebenbürtigkeit? Wann treffen wir uns wirklich in Ebenbürtigkeit? Ja, wann? Wie stellst du sicher, dass du anfängst, den anderen wirklich zu sehen und nicht deinen Bildern vom anderen Vorschub leistest und sagst, guck mal, habe ich doch recht gehabt. Das ist so schnell, ne? So schnell im Geist zu sehen, ah, jetzt weiß ich, wie ich bin und hier ist der Beweis. Jetzt weiß ich, wer du bist und hier ist der Beweis. Ich sehe dich genauso, wie ich dachte, dass du bist. Und das ist nicht die Ebenbürtigkeit, die gemeint ist. Die Ebenbürtigkeit, die gemeint ist, ist, kann ich entscheiden, dich unschuldig zu sehen? Ist es mir wichtig, dass du unschuldig bist? Oder ist es mir wichtig, dass du irgendwie über oder unter mir stehst? Sobald ich das Zweite entscheide, ist es mir wichtig, dass du über oder unter mir stehst, ist nirgendwo Schau möglich, ist nirgendwo ein Wunder zu sehen. Und das sind ja immer die Transformationsprozesse, oder? Wo wir so sehr auf unser altes Denksystem aufmerksam gemacht werden, dass wir wirklich merken, okay, ich muss jetzt echt von all meinen Ideen loslassen, egal ob sie so neutral daherkommen, einfach nur so gedacht daherkommen, einfach nur so meine Bilder sind, weil so ist es ja. So ist ja die Welt, so wie ich sie sehe. Die Welt, wie ich sie sehe, ist nicht da. Die Welt, wie ich sie denke, ist nicht neutral gedacht, sondern sie ist gedacht als ein Angriff auf den Sohn Gottes. Also laufen die Transformationsprozesse, wo, oder Läuterungsprozesse, wo das einzige Anliegen ist, erkenne, dass du dich neu entscheiden willst, weil die alte Art zu sehen tatsächlich Leid in dir erzeugt und du nach Leid suchst da drin. Schau, dass du in einen Moment kommst, in dem dir es überlebenswichtig ist, dass der andere nicht stirbt, dass der andere nicht krank ist, dass der andere mit dir Heilung erfährt und erfährt, dass er heil ist. Ob er das bewusst mitkriegt oder nicht, aber in mir möchte ich sehen, dass die Heilheit unseres Geistes Priorität in meinem Gewahrsein bekommt, hier in diesem Moment. Denn so kennt Gott dich. Woher weiß ich das? Ich muss tatsächlich sagen, das ist mir gesagt worden. Das ist mir hier gesagt worden. Ist es möglich, dass das hier falsch liegt? Das ist auch so eine Idee. Vielleicht liegst du hiermit ja falsch. Vielleicht ist das ja von einer unreinen Quelle.
Wir könnten sagen, ich lasse es auf den Versuch drauf ankommen. Ich probiere mal, ob das funktioniert. Ich probiere mal, ob das, was mir da gesagt wird, funktioniert. Mir wird gesagt, mein Bruder ist heil und ganz wie ich selbst. Sieh niemanden als krank. Okay, ist das vielleicht von einer unreinen Quelle? Könnte das vielleicht nicht von Jesus sein, so eine Aussage? Das wäre ziemlich gewieft, ne? So eine Aussage zu treffen und sie wäre gar nicht ernst gemeint. Aber gehen wir mal damit. Ich muss ja ausprobieren. Ich muss ja was ausprobieren, um zu sehen, ob das funktioniert. Ich probiere ja sonst auch alles aus. Ich habe eine ganze Welt ausprobiert. Du hast eine ganze Welt ausprobiert mit allen Angeboten und hast gesehen, das funktioniert nicht für dich. Also kommen wir hier in den Moment und sagen, ich möchte sehen, dass mein Bruder mit mir hier geheilt ist. Und wie sollte es anders sein, als dass Jesus mit der Versicherung antwortet, das dauert keine Zeit. Das dauert keine Zeit. Wir haben uns darauf ausgerichtet, in Zeit zu heilen, aber Zeit heilt nicht alle Wunden, sondern wir verwenden Zeit, um zu der Akzeptanz zu kommen, dass der Sohn Gottes seine Heilheit nie verloren hat. Das ist alles, was Zeit ist, das ist alles, was Heilung in dem Sinne ist, das einfach nur zu akzeptieren, einfach zu der Akzeptanz davon zu kommen. Du bist geheilt und du kannst heilen. Du bist gesegnet und du kannst segnen. Dir ist vergeben und du kannst vergeben. Und natürlich triffst du auf jemanden, der dein Konzept herausfordert, weil das Konzept nicht die Heilung ist. Natürlich triffst du jemanden, der dir sagt, schön und gut, aber wie sieht's aus damit, dass du es ernst meinst? Oder so, Hini? Ja, wir können ja hier mit einem Glauben unterwegs sein und sagen, ja, das klingt so gut und da habe ich auch Erfahrung von und also ist es das, begründe ich hier meinen neuen Glauben. Ist es möglich, über den Glauben hinauszugehen in eine direkte Erfahrung? Erfahrung ist überzeugender als Glaube. Ein gegenwärtiger Moment, in dem wir wirklich sagen können, ich komme ohne mein Verständnis von Gott, ich komme ohne mein Verständnis von Heilung, ich komme ohne mein Verständnis von Jesus und komme mit leeren Händen zu meinem Vater. Ich komme mit meinem leeren, mit meinen leeren Konzepten über Gott. Ich kann dem nicht mehr vorschreiben, wer er sein soll. Ich kann ihm nicht vorschreiben, wie er mich erreichen soll. Ja, und alles, was wir uns dahingestellt haben, allen Zweifel, ob das so richtig ist, ob die Erfahrung gut genug ist, bist du tief genug in der Erfahrung, bist du tief genug vergeben, bist du committed, hingebungsvoll genug, bist du genug im Dienst, bin ich genug in der Erfahrung? Zeigt sich einfach nur als ein und derselbe Gedanke. Es ist einfach nur ein Zweifel. Und der kann da sein, der kann im Geist sein, aber er braucht nicht angewandt werden. Und du kannst sehen, da ist ein Zweifel an mir. Bin ich okay? Darf ich mich ausruhen? Darf ich hier liegen, während die Session läuft? Oder muss ich aufrecht mit Augen auf da sitzen, im Lotussitz? So, damit auch was ankommt von dem heiligen Manna. Ist da.
Wie sieht's aus? Du hast die Lektion schon gelernt. Ich darf liegen. Bin ich wertvoll? Bin ich genug Gottes hingegeben, um wertvoll zu sein in seinen Augen? Bin ich Jesus wertvoll? Heftig. Ja, Jesus sagt ja im Kurs, hey, dein Wert ist von Gott etabliert, der steht überhaupt nicht zur Frage. Weder dein Lehren noch dein Lernen begründen deinen Wert. Ja, ich habe mich in eine Welt gedacht, in der mein Wert ständig von irgendwas abhängt. So, das ist ein bekanntes Denken, oder? Du denkst, dein Wert hängt davon ab, was du tust, was du nicht tust, dass du die richtigen Dinge tust, die falschen Dinge nicht tust, dass du nicht mehr so sehr im Groll bist, sondern immer liebevoller, dass du ein guter Mensch wirst. Aber was ist, wenn die Zusicherung kommt und dir einfach sagt, du bist mein geliebtes Kind? Du bist in einem ewigen Zustand von Gnade. Du bist in einem ewigen Zustand von Gnade, egal was du getan hast oder nicht getan hast. Und es ist so ein Geschenk, ne? Es ist so ein Geschenk, das Denksystem zu hinterfragen. Ja, es kam auch die Frage, bist du ein guter Mensch? Woher weißt du, dass du ein guter Mensch bist? Oh-oh. Hast du schon mal was gestohlen? Ja, ich habe schon mal was gestohlen. Oh, dann bist du ja kein guter Mensch. Schwierig, ne? Schwierig, wenn man aus der Sünde in die Unschuld will. Schwierig, wenn du aus der Unreinheit in die Reinheit zurück willst. Was musst du tun, um rein zu sein? Was musst du tun, um würdig zu werden? Du hast ja schließlich gesündigt. Gott hat dich so erschaffen, dass du sündigen kannst. Habe ich mehrmals erwähnt, geht mir nicht in den Kopf. Geht mir nicht in den Kopf. Wie ein unendlich liebevoller, allwissender Gott freien Willen geben kann, um ein endliches Wesen zu erschaffen, was sich dann für Sünde entscheidet, damit es wieder würdig werden kann. Habe ich nicht verstanden. Aber ich muss eingestehen, das ergibt für viele Sinn und ich kann gegen diesen Glauben nicht angehen. Und dafür bin ich auch nicht hier. Ich bin nicht hier, um gegen einen Glaubenssatz anzugehen und eine feste Überzeugung. Ich bin hier, und Birgit hat es gerade noch kommentiert. Ich habe heute Morgen schon so ein bisschen drüber gesprochen. Und in den Telegram-Kanal gestellt. Und Birgit hat darauf geantwortet, okay, ich bin morgen auch bei einem Gottesdienst und da bitte ich einfach inständig darum, dass ich alles einfach so stehen lasse, wie es gesagt wird. Hilf mir, mich nicht einzumischen. Und das ist wirklich das wahrste Gebet, was wir aussprechen können. Hilf mir, mich nicht einzumischen. Ich habe keine Ahnung. Und wir holen dich auch aus dem Handgemenge wieder raus, Birgit, wenn das nicht klappt mit dem Gebet. Aber lass mich wirklich Wunder erfahren, ne? Weil selbst mit dem Handgemenge und den verbalen Schlagkeulen müssen wir am Ende eingestehen, wir landen einfach am Ende wieder in einer gegenseitigen Umarmung. Und einfach nur in einer Wertschätzung füreinander. Es ist so schön, dass es dich gibt. Schön, dass wir uns, schön, dass wir uns begegnen. Schön, dass wir uns mitkriegen. Und wir beide feststellen, hey, wir haben uns einfach komplett geirrt. Und die Liebe, die ich für dich spüre, auch wenn es nicht die abstrakte, unendliche, gegenwärtige, voll in Erkenntnis und Offenbarung stehende Liebe ist, ist das. Kann ich mich auf das Wunder unserer Verbindung gegenwärtig verlassen und sagen, ich liebe dich und ich segne dich, weil ich davon
nicht nur abhängig bin, dass du die Liebe bist, sondern die Liebe will, dass du Liebe bist und ich bin Liebe. Genauso wie du. Und am Ende bleibt nichts weiter übrig, außer der Bruder. Das ist so cool. Egal in welchen Settings wir uns treffen, egal in welchen Überzeugungen wir uns treffen, ich möchte hier mit dir das Wunder erfahren. Gesagt zu bekommen, dass das, was du nicht siehst, vorhanden ist, klingt wie Wahnsinn. Es ist sehr schwer, die Überzeugung zu erlangen, dass es Wahnsinn ist, nicht zu sehen, was da ist und stattdessen zu sehen, was nicht da ist. Du zweifelst nicht daran, dass die Augen des Körpers sehen können. Du zweifelst nicht daran, dass die Bilder, die sie dir zeigen, die Wirklichkeit sind. Du setzt deinen Glauben in das Dunkel, nicht in das Licht. Wie kann dies umgekehrt werden? Für dich ist es unmöglich, doch bist du dabei nicht allein. Deine Anstrengungen, wie klein sie auch immer sein mögen, werden kräftig unterstützt. Also keine Sorge über die Bereitwilligkeit, egal wie klein die Bereitwilligkeit ist, sie wird kräftig unterstützt. Wenn du bloß wüsstest, wie groß diese Stärke ist, dann würden deine Zweifel schwinden. Heute wollen wir uns dem Versuch widmen, dich diese Stärke spüren zu lassen. Wenn du die Stärke in dir gespürt hast, die jedes Wunder mühelos in deine Reichweite rückt, dann wirst du nicht mehr zweifeln. Und genau das schauen wir uns an. Es wird wirklich nur eine Erfahrung angeboten, in der der Zweifel endet. Die Wunder, die dein Gefühl der Schwäche verbirgt, werden dir ins Bewusstsein springen, wenn du die Stärke in dir spürst. Okay, beginne hiermit. Beginne mit der Idee, deine Schwäche hinter dir zu lassen. Und das lässt sich ganz einfach erreichen, indem du dich selber belehrst, dass du kein Körper bist. Der Glaube folgt dem, was du wünschst, und dementsprechend belehrst du deinen Geist. Dein Wille bleibt dein Lehrer und dein Wille hat alle Stärke, das zu tun, was er wünscht. Dein Wille bleibt dein Lehrer und dein Wille hat alle Stärke, das zu tun, was er wünscht. Was wünsche ich? Was wünschst du? Was wünschst du zu lehren? Du kannst dem Körper entrinnen, wenn du willst. Du kannst die Stärke in dir erfahren. Beginne mit einer solchen Feststellung von wahrer Ursache-Wirkungsbeziehung. Wunder werden im Licht gesehen. Des Körpers Augen nehmen das Licht nicht wahr. Ich aber bin kein Körper. Was bin ich? Ich aber bin kein Körper. Was bin ich? Die Frage, mit welcher diese Feststellung schließt, ist für unsere jetzige Ausrichtung nötig. Was du zu sein vermeinst, ist eine Überzeugung, die aufgehoben werden muss. Doch was du wirklich bist, muss dir enthüllt werden. Die Überzeugung, dass du ein Körper bist, verlangt nach einer Korrektur, weil sie ein Körper ist, weil sie ein Irrtum ist. Die Wahrheit dessen, was du bist, ruft die Stärke in dir an, dir bewusst zu machen, was der Irrtum verhüllt. Okay, zeig mir die Stärke. Zeig mir etwas, was ich noch nie erfahren habe, weil es zeitlos ist. Wenn du kein Körper bist, was bist du dann? Du musst dir dessen bewusst sein, was der Heilige Geist verwendet, um das Bild eines Körpers in deinem Geist zu ersetzen. Du musst etwas fühlen können, auf das du deinen Glauben setzen kannst, wenn du ihn dem Körper entziehst. Es muss etwas Erfahrbares da sein. Du brauchst eine wirkliche Erfahrung von etwas anderem, von etwas, das sicherer und solider ist, deines Glaubens würdiger und wirklich da. Und das ist für mich, ist das Vernunft und Liebe, es so anzuleiten, darauf aufmerksam zu machen, dass die Antwort
die hier als Erfahrung eingeladen wird, genau diese Qualität annimmt. Es muss eine Erfahrung sein, die wirklicher ist als die Erfahrung des Körpers, als die Erfahrung der Welt. Also wahrhaft Ohren gespitzt. Wunder werden im Licht gesehen. Die Körperaugen nehmen das nicht wahr. Aber ich bin kein Körper. Was bin ich? Frage dies in aller Ehrlichkeit und dann verwende einige Zeit darauf, deine irrigen Gedanken über deine Eigenschaften berichtigen und deren Gegenteil an ihre Stelle treten zu lassen. Zum Beispiel: Ich bin nicht schwach, sondern stark. Ich bin nicht hilflos, sondern sehr mächtig. Ich bin nicht begrenzt, sondern unbegrenzt. Lass uns das zu einer Erfahrung werden lassen. Ich habe keine Zweifel, sondern bin sicher. Ich bin keine Illusion, sondern eine Wirklichkeit. In der Dunkelheit kann ich nicht sehen, aber im Licht. Und versuche das zu erleben. Versuche das zu akzeptieren als eine gegebene Erfahrung, die in diesem Moment kommt, die in dein Gewahrsein kommt, die dich wie auch immer geartet abholt, ohne dass du die Erfahrung selber hervorrufst oder produzierst, sondern einfach sagst, ja, ich bin offen dafür, mein Verstand kann es nicht greifen und ich bin nicht mein Verstand. Mein freier Wille bezieht sich nicht auf meinen Verstand, sondern auf sein Wort, auf seine Kommunikation, auf seine Art, sich bemerkbar zu machen, mir Stärke zu zeigen, mir Macht zu zeigen. Die Macht meines Geistes, die Unbegrenztheit meines Geistes zu zeigen, die Gewissheit meines Seins und der aller Schöpfung zu zeigen. Ich bin keine Illusion. Ich bin nicht anonym. Du bist Wirklichkeit. Im Licht kann ich sehen. Im Licht kann ich sehen. Das Licht ist in der Lage, über die dunklen Ideen, die im heiligen Augenblick auftauchen, einfach hinweggehen zu können. Der heilige Augenblick wird durch dunkle Ideen nicht beeinflusst. Der heilige Augenblick ist ein Vorbote der Unendlichkeit. Das sind Vorbote deines Selbstes. So, wann bist du selbst? Wann bin ich ich selbst? Wann bin ich, wer ich bin? Chrissy, wann bist du, was du bist? Keine komplexe Frage, ne? Ist auch keine Fangfrage. Einfach, wow, ich bin jetzt, was ich bin. Kann ich auch etwas anderes sein?
Wirst du durch dunkle Gedanken zu etwas anderem? Oder kaum. Danke. Also wann wird der, der mich bekehren will, zu dem, der ich auch bin? Wann hört mein Bruder auf, eine lächerliche Figur in meinem Traum zu sein? Das liegt nicht am Bruder. Wir können nicht hingehen und sagen, hör mal auf, so lächerlich zu sein. Master Teacher hat gesagt, es ist egal, wen du da draußen triffst. Du triffst immer nur Reflexionen von dir aus anderen Zeiten. Einige kommen aus deiner Vergangenheit, einige kommen aus deiner Zukunft. Mach dir darüber keine Sorgen. Kümmere dich nicht um sie. Du musst dich nicht angleichen, weder rückwärts noch vorwärts in der Zeit. Du bist heil und ganz. Ich sehe ja nur die Vergangenheit. Egal, ob das eine zukünftige Vergangenheit ist oder eine vergangene Vergangenheit, ich sehe ja nur die Vergangenheit mit dem hier. Die Welt war vor langer Zeit vorbei. Ist das eine Fehllehre? Könnte eine Fehllehre sein. Warte mal kurz. Woher weiß ich, dass das keine Fehllehre ist? Ich gucke lieber nochmal nach. Ach so, hier drin steht es ja nicht, ob das eine Fehllehre ist. Woher weiß ich? Und wenn ich die Frage ernst meine, ist die Antwort auch sofort da. Es ist so cool, dass wir hier so ein krass zuverlässiges Werk an der Hand haben, wenn wir es wirklich verwenden wollen. Vertraue meinem Bruder, der eins mit mir ist. Und natürlich tut hier jeder genau das, was ich gesagt habe, was er tun soll. In einem Traum bin ich derjenige, der sagt, was jeder hier tun soll, was jede Figur tun soll. Du bist derjenige, der bestimmt, wie der Traum abläuft. So lustig. So eine Szene, das war ein längeres Gespräch heute Abend, eine Szene an dem Abendessenstisch mit diesen wirklich liebevollen Brüdern war, mir war klar, okay, es geht hier nicht wirklich um den Glauben, sondern hier wird eine Agenda verfolgt. Und die Agenda ist, lass dich bekehren. Und dann habe ich gesagt, das wäre eine arrogante Haltung, weil mein Bruder muss ja davon ausgehen, dass ich dem falschen Jesus folge. Und dann war die Idee, die präsentiert wurde, ja, ich sehe, dass du dem falschen Jesus folgst. Und ich sehe einen Menschen, der leidet und der die richtige Initiierung zu dem wahren Jesus braucht. Und hier kommt wirklich eine
eine Qualität deines eigenen Lernens und Lehrens zugute, weil wir eigentlich nur auf den gleichen Irrtum im Geist treffen. Und Zweifel, die nie irgendwas zeigt, was wahr ist, sondern der Zweifel hat nur den Zweck, anzuzweifeln und in der Unklarheit zu bleiben. Wenn du das mit irgendeiner Situation gesehen hast, lässt sich das auf alles übertragen. Bist du wirklich anzweifelbar? Ist deine Substanz wirklich anzweifelbar? Ist dein Weg anzweifelbar? Ist deine Ausrichtung anzweifelbar? Ist deine Erfahrung von Vergebung, ist deine Erfahrung von Wundern anzweifelbar? Und Argumente, die sagen, dass es so ist, führen einfach nur dazu, ich glaube, ich brauche jetzt ein Wunder, weil ich nicht weiß, wie ich mit der Situation umgehen soll. Denn vielleicht ist es nicht angemessen, hier einfach in Gelächter auszubrechen. Sondern ich will mir selbst eine Hand reichen da drin, in so einer alten Überzeugung, dass ich nicht richtig bin. Oder ich bin nur richtig, weil die anderen nicht richtig sind. Ich gehöre zu denen, die schon richtig unterwegs sind, und jetzt holen wir noch die dazu, die es noch nicht sind. Vielleicht ist es so. Ich weiß es nicht. Aber ich kann sagen, ich brauche mir darüber wirklich keine Gedanken zu machen. Er wird mich schon informieren, wenn dem so sein sollte. Wir machen eine Deutschland-Tour und sammeln alle ein, die den Weg noch nicht gefunden haben. Aber ich vertraue meinen Brüdern, die eins mit mir sind. Danke. Und wie schön das ist, ne? Es ist wirklich so ein Vertrauen in dich gesetzt, in jeden von uns, dass wir unsere scheinbare private Erfahrung von irgendwas machen. Du hast heute Nachmittag den und den getroffen, da hast du das und das gelernt, und ich habe heute den und den getroffen und da war das und das. Und es sieht aus wie eine persönliche Erfahrung. Aber tatsächlich sind wir in einem holographischen Klassenzimmer und machen keine unterschiedlichen Erfahrungen. Sondern tatsächlich lehrt Jesus, dein Bruder kann nichts anderes erfahren als das, was du erfährst. Er ist genauso wie du an die Angst gebunden, wenn du Angst wählst. Und wenn du Erlösung wählst und erfährst, ist er mit dir in der Erfahrung der Erlösung. So ist das überprüfbar. In den bibeltreuen Richtungen ist ja immer die Idee von, prüf das. Prüf das nach. So, du kannst das prüfen. Und oft wird sozusagen ein bestimmtes Verhalten sozusagen herangenommen. Wenn du dich so und so verhältst, ist es gut. Wenn das und das geschieht, ist es schlecht. Aber da ich nicht weiß, wie das Wunder aussieht, kann ich nicht sagen, was gut und schlecht ist. Aber was ich sagen kann, ist, bin ich in einer Erfahrung von Frieden? Bin ich in einer Erfahrung, dass dieser Moment komplett neu ist? Oder erfahre ich etwas Bekanntes, Altes? Sehe ich dich komplett neu? Sehe ich dich und jeden in diesem Moment neu? Ist mein Geist jetzt neu? Mir wird ja gesagt, aus vielleicht einer Fehllehre, ja, kann ja sein, dass der Kurs im Wunder eine Fehllehre ist, dass ich in jedem Moment neu geboren bin. Könnte ja Fehllehre sein. Aber dann kann ich ja gucken, okay, klappt das? Stimmt das? Wenn ich mich neu geboren erfahren kann, dann scheint dieser Kurs zu stimmen. Bin ich gegenwärtig neu geboren?
Okay, funktioniert. Schon ist Gisela neugeboren, schaut zum ersten Mal auf die Welt, als hätte sie sie noch nie zuvor gesehen. So, what? Okay, wow, wo bin ich? Was ist das? Das ist wunderschön. Ja, finden Ursache und Wirkung zusammen. Das lehrt mich ja gerade mit einer unmenschlichen Konstanz, mit einer göttlichen Konstanz. Ursache und Wirkung sind gegenwärtig. Und deswegen können wir alle mit Micha jetzt nach Hause gehen, weil Micha dein Geist ist. Danke. Wunder werden im Licht gesehen. Du wirst mich sehen, wenn du lernst, mich in jedem Manifest zu machen. In Christus manifest zu machen. Das heißt nicht, dass jeder hier auf einmal mit Bart rumsitzt. Ja, Sohini hat noch keinen Bart. Ich habe noch den Christus noch nicht in ihr manifest gemacht. Ich glaube, ich mache was falsch. Ich habe eine Wahrnehmungsstörung. Melanie sollte eigentlich jetzt auch einen Bart haben. Hat immer noch nicht geklappt. Aber er spricht ja vom Christus. So ist jeder. Ist jeder in deiner Wahrnehmung, in jeder in deiner Erfahrung gegenwärtig der Christus? Wunder erinnern den Geist an die Auferstehung. Und das war nicht, da hang jemand gekreuzigt an zwei Balken dran und das bete ich jetzt an, bis ich mich an Gott erinnert habe. Ich will mich auch nicht lustig machen, ne? Ich will mich nicht lustig machen über den Glauben, den ich in meinem Geist vorfinde. Aber ich will sicherstellen, dass die Philosophie meines Geistes mich tatsächlich in die gegenwärtige Auferstehung mit dir führt und geführt hat. Ja, wir sind immer schneller neu, als wir denken. Wir werden nicht neu, wir merken nur, wow, ich bin schon neu. Wie habe ich das denn gemacht? Welchen Prozess habe ich da gerade angewandt? Und wenn der Moment einer tiefen Wertschätzung füreinander gekommen ist, wenn da einfach ein Gefühl für Schönheit, ein Gefühl für Bedeutung unserer Begegnung, ein Gefühl für, ich kann ohne dich gar nichts sein. Mein Sein ist abhängig davon, dass du bist. Können wir wirklich sagen, das Licht ist gekommen? Nichts zu tun.
Das können wir vielleicht in alle Gottesdienste mit reinbringen. In alle Momente Sonntag früh beim Bäcker. In jede Situation, wo wir uns die Haare spalten wollen über was irgendwer glaubt oder nicht glaubt. Und einfach in diesem Augenblick das wahr sein zu lassen. Okay, ich investiere meinen Glauben in eine Lehre, die funktioniert, bis sie mir aus einer größeren Weisheit heraus einfach so genommen wird und ich sie nicht mehr wiederfinden kann. Wir werden einfach sagen, hey, sag mal, hattest du nicht mal irgendwie so ein blaues Buch? Blaues Buch, blaues Buch, was war das nochmal? So, irgendwie so, ja, ich hatte mal eins. Es war echt schwer. Was ist damit passiert? Ich weiß nicht. Aber irgendwie bin ich sehr froh. Es ist schön, dich zu sehen. Oder wir sagen, ah ja, krass, Tageslektion, blaues Buch, Kurs im Wundern, na klar. Wow, Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Oh, Gott sei Dank steht das hier. Meine Güte. Danke für diesen Kurs. Danke, dass der immer noch mal neu auftaucht. Er fällt weg und taucht immer wieder noch mal neu auf. Der Körper fällt weg und taucht immer wieder noch mal neu auf, weil er für ein Lernen verwendet wird. Weil er für Kommunikation verwendet wird. Nicht, weil er selber lernt, sondern weil er eine Lernhilfe ist. Und ich meinem Bruder und mir selber was aufzeigen kann. Das ist egal, was wir glauben. Das ist vollkommen Latte. Unser Selbst ändert sich nicht durch Glauben. Wahrheit wird nicht durch meinen Glauben wahr. Gott wird nicht durch meinen Glauben wahr. Jesus arbeitet nicht mit mir, weil ich an ihn glaube. Er arbeitet schon immer mit mir und schon immer mit dir. Okay, ihr Lieben, danke. Danke für dieses Out-of-Time-Intervall. Ja. Danke fürs Auftauchen im Licht. Noch nicht weglaufen.